Willkommen bei Underdog Games. Hier auf meinem Kanal geht es um Automations-, Open World-, Survival- und Space-Spiele. Um keine Inhalte mehr zu verpassen oder alle 900 Videos im Archiv auf meinem Kanal ansehen zu können, würde ich mich über ein Abo von dir freuen. Und jetzt geht's auch schon los. Wir spielen The Crust und das ist der zweite Versuch, das Spiel zu schaffen. Wir legen los, holt euch was zu futtern, holt euch was zu trinken. Dehydration ist ganz schlecht, besonders für die Älteren unter euch. Und ich würde sagen, wir legen los, drücken auf neues Spiel und gehen direkt in die Handlung. Tutorial müssen wir leider trotzdem spielen, das ist immer noch nicht geändert. Das heißt, wir müssen immer noch mal durch Tutorial durch, wenn wir neu starten. Aber es gibt viel zu erzählen, es gibt neue Updates, es gibt neue, das Kolonisten-Time-Management ist jetzt ein neues UI drin. Es gibt viele, viele Bugfixes, die geändert worden sind. Wir werden einige Punkte überspringen, die wir einfach schon kennen, die schon doppelt waren, aber auch vieles Neues erleben. Ich bin sehr gespannt und los geht's zu The Crust, die erste Folge. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Menschen gibt, die mit Sci-Fi und Weltraum nichts zu tun haben? Die da kein Interesse dran haben? Die gar nicht wissen, was ein Weltraumlift ist? Oder die nicht verstehen, dass man da irgendwie geil drauf ist? Nee. The Crust. Oder heißt es The Crust? Egal. Wir fliegen los mit unseren viereckigen Kanistern ab Richtung Mondoberfläche. Es gibt eine sehr geschwätzige Dame, die uns sagt, was wir zu tun und zu lassen haben. Die babbelt fast so viel wie ich. Und wie schon bei der ersten Staffel muss ich sagen, ich werde sie ab und zu einfach muten, wegklicken und nicht hören, was sie sagt. Aber wir haben auch gemerkt, wenn wir nicht machen, was sie sagt, kann es tatsächlich das Ende des Spiels sein. Ja, also keine Energie mehr, da müssen wir ganz lange warten. Oder keine Ressourcen mehr, da sind wir ganz schön im Arsch. Also wir werden sehen, Arsch. Es gibt hier so ein paar Schimpfworte. Ja, wir sind hier erwachsen, es ist kein harter Inhalt, aber durchaus Arsch, Scheiße und Kacke, das kommt drin vor. Und wenn das jetzt nicht passt oder schlimm ist, dann bitte ausmachen. Ansonsten würde ich sagen, fahren wir mit unserem Mondrover mal zur Station. Die Erde. Ja, The Crust. Was ist The Crust? The Crust ist ein Automations-Logistik-Wirtschaftssimulations-Basisbau- und Micromanagement-Spiel inklusive Kolonistensimulation, Erforschung, Weltraum, Handels, Transport-Bums-Ding. Und ja, wir haben Stromprobleme. Also, wir kommen da jetzt an und wir dürfen keinen Strom haben. Das ist schon mal das Erste und das ist natürlich schlecht. Und das ist schlecht, weil wir sind pünktlich, sagt hier meine Tante. Und das ist natürlich jetzt blöd, wenn wir jetzt da so lange warten müssen, bis wieder Strom kommt. Das spulen wir uns jetzt vor. Na, also, hallo Direktor, hier spricht Alice. Und meine erste Vizepräsidentin. Ja, wir haben ein Problem. Und das Problem ist also, dass hier Bob der Baumeister, das ist der mit dem gelben Hut, sagt, dass wir keinen Strom kriegen. Und sie sagt, wir kriegen doch Strom. Und wir machen hier unseren Job. Zuallererst müssen wir die Ressourcen aus dem All zu uns nach Hause holen, beziehungsweise auf den Mond. Dazu platzieren wir unsere zwei Pots dahin. Die können wir auch überall anders hin platzieren. Der Sound ist einfach schon brutal geil. Ohne Scheiß. Ist einfach, geht meine ab. Die können wir auch woanders hin setzen, die Dinger, wenn wir das wollen. Wir können es auch da landen, hier landen, dort landen. Ist natürlich dumm, weil der Weg ist weit. Hier müssen wir nämlich rein. So, um loszulegen, so sagt sie uns, sollen wir Solarpaneele bauen. Das wissen wir alles, das kann ich euch schön erklären. Boah, ist abgehoben. Also wenn ihr geile Lautsprecher habt, / Boxen, und oder
ein tolles Headset, dann geht ihr hier voll auf eure Kosten, ohne Scheiß. Also ich finde Ton- und Soundqualität unheimlich wichtig. Aber okay, fangen wir an. Wir sollen also Dinge bauen, und zwar Solarpaneele. Solarpaneele sind hier unter dem Punkt Elektrizität und Medium-Solarpaneele. Mit R können wir die drehen. Und wir sehen, da ist so ein schwarzer Schnippel hier. Seht ihr den? Das ist das Stromkabel-Anschlussfeld. Das setzen wir so hin. Shift gedrückt halten, können wir mehrere davon setzen. Und das habe ich so rumgesetzt, damit die so sitzen wie die anderen. Es ist zwar nicht so wichtig, kleiner Spoiler, hier fliegt gleich alles in die Luft, aber es ist einfach schön. Ich mag Ordnung. Wir können mit C, bei mir belegt C, oder bei euch oder bei allen anderen sehr wahrscheinlich die rechte Maustaste, und dann hier auf die Kabel gehen. Und dort können wir Kabel verlegen. Ist aber aktuell gesperrt, das heißt, das wird jetzt erst noch freigeschaltet werden, sehr wahrscheinlich. So, um das Ganze ein bisschen schneller zu machen, können wir die Zeit auch... Oh, das ist die Mondkarte. Entschuldigung, ich will immer sagen Weltkarte, aber ist ja gar keine Welt, ist ja ein Mond. Also, beide Vorspulen drücken hier oben. Wir können also das mit dem Mausknöpfchen drücken hier. Oder 1, 2, 3 und 4, beziehungsweise Leertaste, können wir das stoppen. Und da wir wenig Zeit haben in so einer Folge, müssen wir es ein bisschen schneller laufen lassen. Also, wir bauen den Kram dahin. Der Kram ist fertig, bringt uns aber jetzt noch nichts mehr an Strom. Warum? Ist nicht angeschlossen. Sieht ihr an, wir haben es geschafft, gar nicht schlecht. Er ist verwundert, dass wir so toll sind, weil wir die Drohnen steuern können. Zeit mal ein bisschen bremsen. Und jetzt sollen wir bitte noch Batterien bauen. Batterien bauen wir natürlich wieder im Baumodus hier unten. Elektrizität, Batterien. Die drehen wir uns wieder so, dass sie aussehen wie die anderen. Wie gesagt, im Grunde ist es scheißegal, aber wir können schon mal üben für die Zukunft. Shift gedrückt halten, müsst ihr nicht jedes Mal neu anklicken, sondern ihr könnt einfach durchklicken. So, genau dasselbe in grün. Diese Dinger werden von unseren kleinen Robotern gebaut. Die Ressourcen haben wir hier mit dabei. Die sind in diesen schönen, wunderbaren Bums-Dings hier drin. Was mich wundert ist, normalerweise liegen die auf dem Boden rum. Ich glaube, das ist schon neu. Der Pott bleibt stehen. Normal ist das hier irgendwo verteilt. Liegt so hier rum. Ja? Aber ist ja schön, wenn die jetzt da drin sind. Macht irgendwie einen ordentlichen Eindruck. Vielleicht hat das was mit Stabilität zu tun oder so. Ich weiß es nicht. So, wir klotzen den Kram dahin. Auch da. Oh, wieder verklickt. Ja, super. Lass uns mal schneller laufen. Und die Batterien sind gebaut. So, jetzt wäscht die Dame noch von uns. Oder der... Das Tutorial, was wir eigentlich nicht spielen wollen. Wir sollen eine Ladestation bauen. Eine Ladestation finden wir hier auch, ich vermute bei Strom. Ladestation, um Fahrzeuge bzw. unsere Drohnen zu laden. Wundert euch nicht, die Drohnen sind ein wichtiges Hauptbestandteil dieses Spiels. Und die geben einem eine Freiheit, die ihr später nicht missen wollt. Also das heißt, nicht alles muss mit einem Förderband angeschlossen sein. Nicht jede Ressource muss wie bei Factorio fest angeklemmt sein, sondern ihr könnt wirklich... Ja, deine Drohnen wissen, wie bauen geht. Laberababer. Und jetzt sollen wir Kabel anschließen. Haha, welche Überraschung. Bedeutet, wir drücken hier bei mir auf C oder eben da unten auf die Drähte oder die rechte Maustaste dahin. Jetzt sehen wir hier, da ist angeschlossen. Wir gehen also jetzt quasi von da nach da und dann von hier nach da. Oder wir halten Shift gedrückt und gehen von da nach da nach da. Geht schneller. Ne? So, jetzt haben wir das da dran. Drücke ich mal hier die rechte Maustaste, dass ich hier los bin. Gehe wieder neu auf die Kabel drauf. Und gehe dann von hier, ist noch ein Punkt frei, und dann sehen wir eins von zwei, auf dahin, auf das da, auf das da, auf das da. So, und das war's. Angeschlossen. Bedeutet, die erzeugen jetzt Strom, die drehen sich übrigens auch. Also wenn wir hier ganz lange stehen bleiben und gucken, die Zeit haben wir nicht, dann haben wir hier den Effekt, dass die sich tatsächlich mit der Sonne, die wir leider nicht sehen können, sich mitdrehen. Und wenn dann hier diese Tag- und Nachtphase vorbei ist, die Sonnenphase nenne ich es mal, weil das ist kein Tag, es dauert irgendwie 14,6 Tage, bis wieder hell wird. Also wenn hier die Dunkelphase kommt, dann gehen die aus und dann sind sie quasi ohne Strom, beziehungsweise erzeugen keinen Strom mehr, aber die Batterien dafür speichern den Strom jetzt ein und dann haben wir ein bisschen Saft für die Nacht. So, für die lange dunkle Zeit. Außerdem sollen wir noch hier dieses wunderbare Ladedock anschließen und wir sollen den Aufzug mit Strom verbinden. Das heißt, ich schließe einmal hier hin an und dann gehe ich von dem dahin. Ich baue auch keine Strommasten. So, alles funktioniert. Lass uns runtergehen zum Business. Ja, warum ist es so? Ich baue jetzt keine extra Masten hin, ich baue jetzt kein extra Gerümpel hin. Wir brauchen die Ressourcen sehr, 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 sehr wichtigerweise. Hier sehen wir so eine kleine Grundproduktion aufgebaut. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ist mir auch scheißegal, weil es ist sowieso alles gleich kaputt. Aber dazu gleich mehr. Hier sehen wir auch, dass hier Material verarbeitet wird. In Lagern, dann in Prozessoren hier, da gebrannt wird und dann hier hinten dran, keine Ahnung, was mitgemacht wird, muss man auch nicht wissen, machen wir uns alles selbst. Das Geile ist halt eben, ihr könnt dieses Spiel spielen, wie ihr es wollt. Also spielt es auf eure Art. Spielt es großartig, jawohl, wir sind toll, wir sind hier unten. Spielt es auf
auf die Weise, wie ihr möchtet. Macht es als Wirtschaftssimulation. Spielt es als Automationsspiel. Spielt es als Colony Base Simulator. Ihr könnt euch in jedem Zweig massiv auslassen, könnt aber auch andere Zweige einfach vernachlässigen. Also ihr müsst nicht die perfekte Produktionsanlage bauen. Dann verkauft ihr einfach den Scheiß und kauft es halt eben ein über so eine Art Weltmarkt. Oder ihr baut halt eben eine richtig krasse automatisierte Anlage bzw. ein Abbausystem ein, auf und habt dann halt eben viele Ressourcen, die ihr dann weiter verarbeitet und könnt sie selbst verwenden. Also es gibt eine unheimliche große Möglichkeit, eine Breitbandigkeit, die nicht viele Spiele haben. Die wirklich nicht viele Spiele haben. Und ihr wisst, wenn mir ein Spiel gefällt und ich es mehrfach spiele, dann bedeutet das was. Dann heißt es Satisfactory, Factorio oder vielleicht Seven Days to Die oder so. Aber es bedeutet wirklich etwas, wenn ich Spiele gern mehrfach spiele und nach so einem Zusammenbruch einfach nochmal anfange. Okay, genug gebabbelt. Modul-zu-Drohnen-Konfiguration bauen. Das Modul-zu-Drohnen-Konfiguration hat die Aufgabe, dass wir damit Drohnen konfigurieren können. Bedeutet, ich setze es jetzt mal dahin und die Drohne, es wird eh nachher gedreht, das ist ein leichter Bug, aber vielleicht ist es auch schon weg. Ich habe das jetzt mal so quer gesetzt, die können da runterfahren, durchfahren, sind konfiguriert. Das Ding wird jetzt hingeklatscht von unseren Drohnen, die kommen hier runtergefahren durch den Aufzug. Interessant ist halt eben, wir können damit bestimmen, was die Drohnen machen. Also wir sagen, du Drohne, du bist jetzt gerade eine Transportdrohne. Wir haben hier oben 8 Stück insgesamt, das sind alles Transporter. Davon werden jetzt 4 oder 5 Stück, können wir damit umkonfigurieren. Die kriegen einen Bohrsatz aufgesetzt, dann können die bohren und können minen. Wir können aber auch sagen, ihr werdet starke oder schwere Transportfahrzeuge, die also mehr transportieren können und so weiter und so weiter. Je nachdem, was wir erforschen, können wir dann dementsprechend hier halt eben weiter Gas geben. So, mein Tipp, baut euch eine Ladestation hier unten dazu. Das macht Sinn, da müssen die Drohnen nicht mehr hochfahren zum Laden. Ich weiß, wir sollen nicht so viele extra Sachen bauen, sonst fehlt uns nachher das Material, aber wenn ihr ein paar Tricks beherzigt, ist das alles gut. So, der Elevator hat 10 Anschlüsse frei hier unten, das heißt, wir können 10-mal Strom verteilen. Wir gehen einmal aufs gesamte Stromnetz, das bedeutet, wir versorgen hier diesen ganzen Gerümpel. Kram, wir gehen einmal hier auf dieses Ding, würde ich sagen, oder wir setzen uns einen weiteren Strommast hierhin. Ja, das machen wir. Wir setzen uns einen Strommast hier hin und einen Strommast auf die andere Seite. So. Okay, aktuell zähle ich noch von meinem Wissen aus den anderen Folgen. Das wird sich dann immer ändern, aber dann geht es ja eben ein bisschen ans Grübeln und dann auch ans Mitmachen. Und das ist auch gar kein Abbruch. Das ist tatsächlich auch sehr interessant, finde ich. So, das haben wir da angeklemmt. Jetzt klemmen wir das hier noch mit da dran und so weiter. Aber erstmal haben wir noch ein bisschen Wissen hier in meinem Köpfchen. So, die Strommasten werden gebaut. So, Bob der Baumeister wundert sich, wie wir mit den normalen Transportdrohnen jetzt hier Sachen abbauen möchten, beziehungsweise Regolith, das ist dieses Erz hier, abbauen möchten. Also ich gehe mal auf diesen Drohnenkonfigurator, den ich übrigens oberübel super geil finde. Wenn ich hier auf den Konfigurator gehe, der kann momentan nur Bohrerdrohnen bauen oder umrüsten. Jetzt sage ich mal, wir sollen 4 Stück machen, ich mache mal 3. Weil ich besonders bin. Jetzt schickt er 3 Stück rein. Achtung, pass mal auf, was passiert. Jetzt schnappen sich 3 Drohnen die Ausrüstung fürs Bohren. Das ist jetzt leer. Seht ihr das? Und wir haben noch 2 übrig für Bohrer umzubauen. Der kann nämlich 5 Stück umrüsten. Ich mache noch eine. Eine Transportdrohne fährt gleich rein. Welche das ist, das können wir nicht bestimmen. Die macht hier ein Wheelie auf der Stelle. Das ist ein Burnout, gell? Das ist kein Wheelie. Egal. Und bums, jetzt sind 4 Stück umgerüstet. So. Die Drohnen sollen etwas abbauen, und zwar up-excavate 50 Cells of Regolith. Der Abbaumodus ist ziemlich, ziemlich geil gemacht. Wir können also hier einstellen die Größe der Pinsel, die Pinselgröße. Wir können also 1, 2 bzw. 3-mal, ich bohre gerne auf 3-mal. Und ich mache folgendes, ich drehe mich mit Q und E in einen 90-Grad-Winkel, also in eine richtige Position. Und dann ziehe ich, indem ich gedrückt halte, nach unten oder zur Seite mit den WASD-Tasten. Dann gibt es nämlich einen wunderbar geraden Raum, ansonsten baut man so ein komisches Gehackel ab. Ziemlich hässlich. So, wir bauen hier 50 Stück ab. So, sie erklärt jetzt gerade, was wir für tolle Leute sind, dass wir hier also schon mehrere Drohnen haben und schon öfter das gemacht haben, die Automation unser Job ist und wir deswegen so gut arbeiten können und deswegen mal gucken soll, dass wir hier keine dummen Affen sind. Die Weltkarte sieht immer noch so aus, okay. Dass wir keine dummen Affen sind, sondern dass wir wirklich Ahnung haben von dem, was wir machen. Und wir geben gerade ein bisschen an. So, okay. Ansonsten ist es
ultra wichtig, dass ihr versteht, wie ihr eure Fabriken einstellt. Währenddessen, die da die 50 Fälle abbauen, was gleich passiert ist, können wir mal drüber reden, was man einstellen kann. Oh, okay, Moment, können wir gar nichts einstellen. Irgendwas wackelt hier. Was ist denn das? Eieiei. Bam. Auch geil. Es gab wohl eine Detonation. Oder einen Einschlag. Oder beides. Und da kommen sie schon, die Brocken. Ziemlich schlecht für so eine Station. Aber so ist es. So, wir sehen, wir haben ein bisschen schlechte Verbindung hier, weil wir sind hier auch auf so einem Funk-Overhängen-Mast. Und ja, da sind wir und es lädt. Düdeliding. So, jetzt geht's weiter, würde ich sagen. Ja, seht ihr das? Das ist schlecht. Das ist die Station, die wir eben hatten. Und alles ist weg. Alles kaputt. Aber das sind Ressourcen. Das sind Ressourcen, die wir brauchen, um auf jeden Fall richtig Gas zu geben. Und wie wir da hinkommen, dass wir die Ressourcen abbauen, das zeige ich euch gleich. Es ist nämlich sehr wichtig, dass wir den richtigen Forschungsbaum forschen. So. Also, das hier ist der Obermufti und er erklärt uns jetzt, dass es ein tatsächliches Problem gibt. Und was ist los? Ist kein Problem. Wir wissen, es gibt ein Problem hier unten, sowie da oben. Und wir müssen gleich ein paar Entscheidungen treffen. Das ist das Nächste in dem Spiel. Es ist ultra geil, dass wir richtig tolle und viele, immer aus einer Pause, Entscheidungen treffen können, die tatsächlich auch wichtig sind. Also wir können uns entscheiden, wollen wir helfen? Wollen wir nicht helfen? Möchten wir, ich sag mal, Handel und Geldgier oder ja, den Profit? Oder möchten wir eher einen Basisbau und eine richtige Wirtschafts- oder Basissimulation aufbauen? Also wir können jetzt gleich viele, viele Entscheidungen treffen im gesamten Spiel, die uns immer wieder an andere tolle Punkte führt. So, jetzt muss ich mal ganz kurz raus, meiner Frau helfen, den Einkauf ausladen. Und für euch ist es nur eine Sekunde, für mich ist es ungefähr so 10 Minuten. Bis gleich. Alter Vater, die war gar nicht einkaufen. Die war auf dem Spielplatz. Na gut, machen wir weiter im Takt. Wir sollen Solarpaneele installieren. Warum? Schon wieder Solarpaneele? Ja klar, weil wir das Problem haben, dass wir keine mehr haben. Es ist wie gesagt alles Matsch. Und ich würde sagen, wir hauen die mal dahin. Kennen wir ja schon Strom, Solarpaneele. Und jetzt sehen wir den Unterschied. Wir haben keine Forschung mehr, nichts ist mehr da. Das heißt, wir müssen jetzt kleine Solarpaneele bauen. Das andere waren so große wie so Blümchen. Das sind jetzt kleine. Also, kleine Solarpaneele, die setze ich mal direkt hier dran. Warum? Weil ich nachher das hier wegradieren möchte und dann natürlich dann nach hinten raus expandieren werde. Bedeutet, wir setzen die mal hier hin. Und auch da gucken wir, dass der Anschluss passt. Stromanschluss nach vorne, können wir uns merken. Oder wir gucken mal, was wir bekommen, wenn wir es aus der Tüte holen. Okay, Stromanschluss ist immer vorne, wenn wir es aus der Tüte holen. Dann machen wir immer aus der Tüte. Dann müssen wir es nicht immer wieder neu machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück. Wir sollen nur 5 bauen, wir bauen 6. Und Batterien sollen wir auch installieren. Batterien, gucken wir mal nach. Hier, Batterien. Setzen wir neben dran. Da lassen wir einen kleinen Weg frei, würde ich sagen, zwischendrin, dass wir ein bisschen breiter fahren können, dass wir einen Strom ersetzen können. Machen wir mal 4 frei, würde ich sagen, so. Und dann setzen wir Batterien hin. 1, 2, 3, 4, 5 und noch eine, 6. Eine Besonderheit. Ich habe ja gesagt, wir werden diese, okay, seismische Aktivitäten und so weiter und so fort. Was ist los? Meteoriteneinschlag, wer ist schuld? Was ist los? Das ist die Frage bei denen, die rätseln da noch dran. Wir wissen, was los ist. Fakt ist, wir müssen diese Solarpaneele erstmal anschließen und dann erkläre ich euch ein bisschen was über das Thema Strom. Wir gehen darüber, so, so und dahin. Das heißt, die sind alle angeschlossen. Dann schließen wir am ersten einen Strommast an. Ich würde sagen, setzen wir hier so rüber in die Ecke, da sieht es schön aus. Okay. Und von hier aus gehen wir dann an die Batterien. Denn der Strom muss natürlich von allen Solarpaneelen, von dem, weitergeführt werden, in den Strommast, in die Anlage, zum Beispiel dann auch von hier, schön in der Flucht hierher und darüber gesetzt, so, dass es anständig ist. Na, wir können auch direkt drauf. Gehen wir direkt drauf? Ja, wir gehen direkt drauf. Bisschen Ressourcen schon. So, das heißt, wir können also dann den Strom hier durchschicken und wir können natürlich auch einspeichern.
Und das Thema Strom ist hier ganz besonders und das verstehen viele nicht. Ich habe viele, viele Kommentare auf Steam gelesen, die tatsächlich unfair sind, weil es heißt, ja, ich habe genug Strom und trotzdem laufen die Anlagen nicht. Es gibt drei Werte. Also wir fangen mal an. Wenn ich auf die Batterie oben gehe, sehen wir haben aktuell null Strom gespeichert in der Batterie. Warum wird da nichts eingespeichert? Wir müssen mal schauen. Wir machen 41 Strom. Gucken wir mal. Der Mast ist fertig. Jetzt wird auch eingespeichert. Okay, also Strom ist hergestellt. Die Erklärung ist folgende. Wir erzeugen aktuell 84 Strom. Ein Modul macht 14. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mal 14 wird 84 sein. Das Ding ist, wir haben jetzt hier oben einen Speicher von insgesamt 600.000. Aktuell haben wir eingespeichert 1.694 und wir haben eine Ausgabekapazität und das ist der Knickpunkt oder der Knackpunkt von 60. Bedeutet wie folgt, haben wir jetzt da oben den Speicher voll, nehmen wir an, wir hätten jetzt 600.000, das Ding ist grün und vollgeladen, dann meckern die Leute, dass ihre Anlage nicht läuft. Aber die Ausgabekapazität ist bei 60, das heißt, wir können nicht mehr wie 60 Strom gleichzeitig rausfeuern. Es geht nicht anders. Es sei denn, wir bauen mehr Batterien. Eine Batterie, in dem Fall diese kleinen Batterien, hat eine Ausgabe von maximal 10. Und wenn man das kapiert hat, die hat eine Laderate von 14, die hat eine Maximalladung von 50, aber hat hier diese Ausgabe, das ist das absolut Wichtige, die Ausgabe hier, die ist bei 10 und die ist gecapped, mehr geht da momentan nicht. Große Batterien können das ändern, es wird da noch Upgrades geben, bin ich mir sicher, weiß ich aber nicht, aber große Batterien haben eine andere Ausgabe. Und wenn wir jetzt Geräte haben, die insgesamt 100 Strom brauchen, dann können wir nicht mit einem Output von 60 anfangen, weil dann gehen die Geräte an und aus, die Fabriken laufen nicht richtig, es läuft nicht rund. Wir müssen dann theoretisch noch 4 weitere Batterien bauen, um den Output gleichzeitig zu gewährleisten, dass alle Batterien bzw. dass alle Maschinen angesteuert werden können, genug Strom in Summe da ist. So, das ist ein Unterschied zu vielen anderen Spielen. Viele andere Spiele sagen einfach, du hast so viel Strom, verbrauch wie viel du willst. Nein, in dem Fall ist es nicht der Fall. So, wir sollen als nächstes hier noch den Aufzug reparieren. Das machen wir auch. Aufzugreparatur ist wichtig, damit wir dann auch nach unten können. Aktuell können wir gar nicht nach unten, ich gucke gerade mal. Ne, wir können nicht runter, erst wenn der Aufzug wieder fertig ist, können wir nach unten huschen. So, eine Ladestation bauen, das machen wir auch. Die setze ich aber nach unten. Finde ich einfach sinnvoller, als die unten ist. Wobei ich nicht weiß, ob es vielleicht sinnvoll ist, oben und unten eine zu bauen. Wir bauen einfach zwei. Eine hierhin. So, das Vertragssystem. Und das Problem ist halt eben, dass überall auf der Erde Ressourcenmangel ist und es gibt ein Vertragssystem, es gab ein Vertragssystem, mit dem wir die Sachen hinher schicken können und sie wollen jetzt, dass wir quasi so gut es geht uns Ressourcen dann wieder verkaufen und wieder produzieren und auch hinschicken und herschicken und uns einfach da wieder dran beteiligen, quasi am Neuaufbau bzw. an dem Ressourcenhunger der Erde quasi teilnehmen. Es gibt zwei Parts hier in diesem Spiel, also es gibt einmal die Sache, dass man sagt, okay, ich mach das oder man geht hier in Richtung Kolonisten, das sehen wir gleich, retten und Basisbau. Ich bin mir sicher, dass wir bei dem anderen auch Kolonisten irgendwie bekommen, von der Erde vermute ich. Ich bin immer schon für diese Rettungsaktion. Das heißt, ich bin dafür, dass wir die Hope quasi retten und die Leute aufnehmen. Aber das werden wir gleich sehen. So, da der Aufzug kaputt war, müssen wir hier den Strom wieder anschließen. Kein Problem. Strom von hier da drauf. Und wir sehen, das Ding sitzt anders. Haben wir vorhin ja quer gesetzt, weil ich ja sagte, reinfahren, rausfahren ist nicht wichtig. Und auch hier unsere Strommasten sind nicht mehr da. Bedeutet, die setze ich gleich mal wieder hin, so wie ich sie ganz gern hätte. Einmal hier rüber und einmal von hier nach da. So, und nun kommen wir zum Thema, das ich vorhin angesprochen habe, dass wir die Fabriken und die Eingänge und die Ausgänge richtig benennen und richtig konfigurieren müssen oder sollten. Bedeutet folgendes. Wenn wir eine große Massenspeichergeschichte haben, Massenlager für Ressourcen, dann können wir einmal auswählen, welche Ressourcen soll hier drin gelagert werden. Wir sagen also, wir wollen jetzt hier, keine Ahnung, Regolith speichern. Das ist auch sinnvoll, weil das ist tatsächlich die Regolith-Speicherstelle hier, die hier verarbeitet wird. Und dann können wir sagen, entweder es wird hier mit Förderbändern angefahren, das heißt, wir können uns das auch ein bisschen anzeigen lassen, können es auch locken, oder wir gehen hier auf die Roboterwartung. Das ist der wichtigste Knopf, Leute, ehrlich, merkt euch diesen Knopf, Roboterwartung, jede Fabrik, alles was produziert und Material empfängt und verarbeitet, hat diesen Knopf. Wir drücken da drauf und dann sehen wir, ist der Eingang, also der Input von diesem Erz eingeschaltet? Ist es erlaubt, dass das manuell mit Drohnen gebracht wird? Ja oder nein? In dem Fall ja. Und darf hier auch abgeholt werden? Ja oder nein?
es macht keinen Sinn, aktuell das hier rauszuholen mit der Hand, weil hier ein Förderband angeschlossen ist, also mit Drohnen, aber es macht Sinn, es hier reinzutragen. Bedeutet, wenn wir jetzt hier sagen, Abbauauftrag und nehmen hier, wie immer, ich habe ja gesagt, ich norde mich einmal ein mit Q und E und dann baue ich jetzt mal hier so eine Ecke raus, so eine schöne Ecke, oh, wunderbar, und lasse es jetzt abbauen, dann bringen die, also nicht die, die bohren nur, aber die anderen, die transportieren, bringen das Material dahin. Genauso können wir dieses Pressmodul konfigurieren, können sagen, in dieses Pressmodul darf auch reingebracht werden. Ist auch schon an, also auch in das Pressmodul darf geliefert werden und in dem Pressmodul darf abgeholt werden, Output, diese intelligenten Ziegel, dieser intelligente Beton oder wie sich der Kram schimpft. Das bedeutet, wir können es hier rausholen. Wir können natürlich auch hier ein Förderband anschließen an dem Ding, aber aktuell macht das keinen Sinn, jetzt überall Förderbänder anzuklemmen, weil Förderbänder sind saumäßig teuer, sehr teuer. Wir haben nur 113.000. Das ist Wahnsinn, das alles mit Förderbändern anzuschließen. Und deshalb empfehle ich euch, nehmt diese Funktion und macht das. Und das braucht ihr auch bei weiteren Sachen, die ihr anschließt. Wir sollen zum Beispiel hier oben Eisenerz extrahieren und wir sollen hier Silikonoxid, also andersrum. Das ist Eisenerz, drüben ist Silikonoxid, aber ist völlig egal. Wir sehen hier auf dieser Quelle, hier kommt raus Erz, das 50,6% Iron enthält. Das heißt, wir könnten auch sagen, wir nehmen dieses Erz und verarbeiten das zu Wasser. Wäre ziemlich schlecht, weil es 0,01 ist, aber könnten wir sagen. Wir können aber auch sagen, wir nehmen dieses Erz und verarbeiten dieses Erz zu Eisen. Also Eisenoxid, Eisenstaub. Und das machen wir auch. Also das heißt, wir gehen hierher, gehen in den Abbaumodus und sagen, wie viele von unseren Drohnen sollen das abbauen? Ich sage mal jetzt, wir haben 5 Stück. Dann nehmen wir mal 3, die hier abbauen sollen. So, wir sehen auch, wie ich zugewiesen habe und auch die, die aktiv hier drauf geschaltet sind. Und dann sehen wir gleich, dass die hergefahren kommen und fangen an zu arbeiten. Und dann kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das Eisenoxid hier abgebaut wird, muss es ja irgendwo verarbeitet werden. Dieses Ding hier, das ist ein Schmelzofen, der verarbeitet Eisenoxid zu Stahlbarren. Und jetzt habe ich angefangen. Ich habe hier eine Schütte gebaut. Und ich habe versucht, das irgendwie da reinzuschaffen. Und ich habe hier oben den Extraktor gebaut. Und ich habe eine Förderband runtergelegt, gleich am Anfang, wo noch keine Ressourcen da waren. Und dann geht ihr am Stock. Es muss hier auf jeden Fall angeschaltet sein. Input von Eisenoxid ist an, hier ist angeschaltet und hier Mitnahme von Ressourcen, also von den Dingern, ist auch angeschaltet, dass die das machen können. Ist das aus, läuft eure ganze Anlage nicht. Ihr sagt, scheiße, die Drohnen stehen rum, die faulenzen, die arbeiten nicht, Bugs ohne Ende, das ist nicht der Fall. Und wir sehen hier die Abbauer, machen hier so schöne Häufchen, wir sehen ja hier, das sind die verschiedenen Erze, die da rauskommen, wenn er bohrt. Und da kommt natürlich viel Eisenerz raus. Wenn er mal was hinlegt, da. Aber auch andere Sachen. Ja, das heißt, wenn wir jetzt da wieder eine Drohne schicken, holt die nur das Eisenerz ab, weil dafür gibt es eine Quelle, beziehungsweise einen Abnehmer dafür. Ja, so. Also, ihr wisst Bescheid, die bohren nur und die hier fahren nur und bringen es auch nur an Stellen, an denen das angenommen wird, beziehungsweise angefragt wird. Ja, okay. Das gleiche hier in grün. Wir gehen wieder in den Abbaumodus, sagen hier drüben abbauen, 2 Stück, wir haben 5 Stück insgesamt und lassen das hier abbauen. Und genauso checken wir auch, dass hier unten dann die Annahme in dieser Silikonschmelze quasi auch da ist. Gucken wir nach. Ist da, es wird gebracht und es wird auch wieder rausgeholt, um weiter zu verarbeiten. Das sind wirklich die Kernpunkte. Wenn ihr das kapiert habt, seid ihr in dem Spiel gut aufgehoben und ihr könnt wirklich weit kommen. Wisst ihr das nicht und baut ihr für jedes Ding ein extra Förderband und ein extra was auch immer. Also am Anfang ist euch das Geld flöten gegangen und ihr seid ganz, ganz schnell ziemlich am Arsch. So, jetzt sollen wir Stahl produzieren, 20 und Silikon auch 20. So, jetzt haben wir 20 ein Lager von allem, beziehungsweise sogar schon mehr Stahl und Silizium. Und jetzt gehe ich wie folgt her und nehme hier oben ein paar Abbaudrohnen raus. Denn wir haben ja nur 5 Stück. Ich lasse eine für Eisen, eine für Silikon bzw. Silizium und den Rest, der reißt sich dann selbst zu hier auf die Gebiete, die ich hier mit Regolith abbaue. Warum? Wir sollen jetzt 35 Beton noch herstellen, also Smart Beton, intelligenten Beton. Und der wird nur hergestellt, in dem Fall jetzt hier aus diesem Regolith. Und das Regolith kriegen wir hauptsächlich hier, dieses minderwertige Erz, bekommen wir hauptsächlich hier raus. Und das macht Sinn, das auf jeden Fall dann hier quasi dann zu pushen und die da oben runterzudrehen, sodass die Drohnen mehr arbeiten können. Die bringen das momentan nur hier rein. Wir können auch sagen, hier machen wir den Eingang aus, dass das nicht hierher gebracht wird, sondern immer nur in dieses Lager. Im Grunde gibt sich da nicht viel, aber das ist schon okay so, dass das hier reingeht. Wir können auch hier später von hier aus natürlich noch weitere Wege abzweigen und dieses Material, was hier reingebracht wird, was wir hier überall abbauen werden, überall, dass wir das dann quasi verteilen können von diesem Hauptlager aus. So, ein Haufen Menschen
haben auf mich eingeschwätzt und wir sollen uns entscheiden. Entscheide dich zwischen dem Thema, ich werde die Stationsbesatzung in meiner Basis unterbringen, gibt hier Forschungspunkte für uns, Forschung ist ultra wichtig, oder wir werden uns darauf konzentrieren, die Versorgung der Erde weiter wiederherzustellen. Das heißt, da gibt es Geld und das, das Contract-System, also sprich das Ankauf-Verkaufssystem. Ich habe noch nie das hier gemacht. Ich möchte ganz gerne die Basis bauen, deshalb gehe ich auch wieder hier drauf und wir sagen, wir werden die Menschen aufnehmen und wir müssen jetzt da eine Basis bauen. Das ist ein bisschen eine Hürde, sage ich mal, weil es gibt ein Zeitlimit dabei und so weiter. Aber wir werden es nicht mal schaffen, einfach aus dem Grund, weil ich weiß, was ich tue. Okay, gute Wahl. Wir kümmern uns um die Menschen und das machen wir am besten in der nächsten Folge. So weit, so gut. Wir sind sehr schnell vorwärts gekommen. Das waren jetzt knapp 28 Minuten oder 30 Minuten. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Liken und auch gegebenenfalls abonnieren. Es geht weiter in der nächsten Folge und dann natürlich mit etwas größeren Sprüngen, sodass wir wirklich viel Progress haben, aber dennoch nicht das Erklären und das Zusammenentdecken verloren geht. In diesem Sinne, danke und ciao, ciao.